Guten Tag, verehrte Zuschauer. US-Verteidigungsminister Carlucci hat die NATO aufgefordert, die atomaren Kurzstreckenwaffen in Europa zu modernisieren. Auf der Wirkkundetagung in München sagte Carlucci, auch nach dem Abbau der Mittelstreckenraketen bleibe die atomare Abschreckung wichtiger Bestandteil der NATO-Strategie. Die Sowjetunion dürfe sich keine Illusionen machen, dass ihr Gebiet bei einem Krieg unberührt bleibe. Die Uranlieferungen an Argentinien von 1985 standen nach Angaben der Bundesregierung in voller Übereinstimmung mit dem Atomwaffensperrvertrag. Das Bundesumwelt- und das Bundesforschungsministerium teilten mit, alle erforderlichen Genehmigungen hätten vorgelegen. Meldungen, der Sperrvertrag sei umgangen worden, werden als verantwortungslose Verdächtigungen zurückgewiesen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth, CDU, reist am Nachmittag zu einem fünftägigen